Du willst dir ein Notebook für 2000 Euro kaufen? Dann musst du 4000 Euro brutto verdienen, um es dir leisten zu können. In der Regel zahlst du ja Einkommensteuer, Sozialversicherung 50%. Umgekehrt, wenn dir der Arbeitgeber ein Dienstnotebook zur Verfügung stellt, musst du nur 1700 Euro verdienen, weil der Arbeitgeber kann das Notebook als Betriebsausgabe abschreiben und sich sogar die Vorsteuer zurückholen. Aber das Notebook gehört dem Arbeitgeber und nach 3 Jahren, wenn das Notebook vielleicht noch 100 Euro wert ist, dann kannst du es ihm zu diesem Preis abkaufen, dann gehört es auch am Ende dir.